Gut, dann tun wir das doch. Ich muss diese guten Samariter ja irgendwann kennenlernen. Gut mitgedacht. Wir werden auf Sie treffen, Sir! Haha! Sie stehen am Tor zur Hölle! Da gehen Sie unter! Alle außer Großbergen! Vorsiebel! Und Sie nieder, raus aus dem Wind! Aufändern! Alle klar zum Bergen! Captain. Müsst ihr abtauchen? Reizend. Ich stelle sicher, dass man euch vergisst. Captain ist am Ruder. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei.
Eine gute Idee. Captain steuert! Segel setzen! Bewegung! An die Start! Stopp! Rahm! Marssegel! Jetzt Stopp, Rahm und Marssegel! Wir sind außer Gefahr, Sir! It's down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Roll, boys, roll, boys, roll. Down to Trinidad to see Sally Brown, boys. Way high, Sally Brown. She's lovely on the foreyard, she's lovely down below, boys. Roll, boys, roll, boys, roll. She's lovely 'cause she loves me, that's all I want to know, boys. Oh, Captain Baker, how do you store your cargo? Roll, boys, roll, boys, roll. Some I stow forward and some I stow after. Way high, Miss Sally Brown. 40 fathoms or more below, boys. Roll, boys, roll, boys, roll. 40 fathoms or more below, boys. Way high, oh, way high, and up. She rises, roll, boys, roll, boys, roll. Way high, and the blocks is different sizes. Segel lassen, raus aus der Bö! Oh, one more pull, don't you hear them made a ball in. What can I do for you today? Most satisfactory. Seht nur! Der Bastard des verstorbenen William Kidd. Immer noch ein Knabe und doch 10-mal teuflischer, als sein Vater es war. Schön, dich hier zu sehen, Kenway. Immer noch schick und gemein. Hast du dieses Kostüm von einem Dandy in Havanna? Nein, Sir. Ich habe es von einer Leiche. Einer, die kurz vorher noch herumlief und mir Frechheiten ins Gesicht sagte. Ah. Also, was habe ich da über einen Angriff auf eine Plantage gehört? Kannst kein Geheimnis behalten, was? Jedenfalls nicht gut. Jeden Tag segeln Schoner voller Zucker vorbei, von den Plantagen hier in der Nähe. Meistens halten sie hier, um ein paar Kisten davon zu verkaufen. Heute wird ein Mann erwartet, der viel Profit einbringen wird. Wenn du seine Plantage überfallen willst, zeige ich ihn dir. Ich will. Nein. Gehört diese Plantage einem gewissen Backford? Das ist der Mann. Er hat Dutzende in dieser Gegend. Und er ist verdammt reich. Genau die Art, die ich gern beraube. Sein Verwalter ist hier irgendwo. Finde und verfolge ihn. Und er führt dich direkt zur Beute.
Great Lord, why punish me so? I think good things that happen to me sometimes. I am the least favorite chance ever. You think good things that happen to me sometimes. Sweet Lord, why punish me so? You think good things that happen to me sometimes. I am the least favorite chance ever. Ei, herzhafte Melasse und Rohrzucker, das ist bekannt. Es beruhigt mich, das vorauszusehen. Trotz aller Eigenarten eurer Unternehmung hier seid ihr zweifellos Männer mit Urteilsvermögen. Nonsens, Mann! Ich hatte eben ein erfreuliches Gespräch mit einem Burschen. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Wie ihr meint, Sir. Reinen Mut und eiterlichsten Burschen, wir fahren heim! Captain,
ist am Steuer. Captain, du siehst aus wie ein Mann, der an einem kühnen Plan feilt. Diesen Anblick kenne ich. Gut beobachtet, Danny. Ich habe einen von Beckfords Männern großspurig über seine Plantage reden hören. Und all die Waren, die sie dort lagen. Da kam mir die Idee, dass ich ihm diese Waren abnehmen und zu einem viel besseren Preis verkaufen könnte als er. Ah, ein Mann mit Vision. Mir gefällt die Idee. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Treffen, Männer! Alle Segel, sie verträgt das! Allen Schotthorn, an die Schoten! Alter, ich sehe Ärger voraus. Ich sehe sie. Die Top- und Rahmsegel! Rahmsegel einholen! Zieh! Zieh! Kriegsschiff in Sicht, Captain! Denke, das ist ein Kutter! Royal Navy! Nur das eine Schiff, Captain! Segel heißen, los geht's! Los, Gegner feuert! An die Schotten! Kann dir das reden? Zeig was! Geht ihn in eine Bluttaufe! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Haben Treffer eingesteckt! Gegner feuert! Achtung, Captain, sie feuert mehrere Salven! Mast und Topsegel bergen! Topbremssegel aufgehen! Gegner feuert! Haben Schaden genommen! Der Mann arbeitet für Peter Beckfords Leute. Kennst du sie? Die Beckfords und ihr Zuckerimperium? Ei. Die Beckfords und die Drexes. Ich war nie auf einer ihrer Plantagen, doch ich kenne ihre Namen von vielen, die sie verfluchten. Aber du warst auf einer Plantage, ja? Einer bescheidenen. Ei. Als Kocher im Siedehaus. Siedehaus? Habt ihr da Wasser gesiedet? Oder etwas anderes? Zuckersaft. Die Zuckerherstellung ist schwierig und gefährlich. Vielleicht erklärt das auch den hohen Preis. Wie ist das so? Auf einer Plantage zu schuften, Tag und Nacht. Nun, wenn das Zuckerrohr geerntet und geschnitten ist, wird es danach zwischen zwei Metallwalzen gründlich ausgepresst. Wenn der Saft gepresst ist, wird es Zeit, das Wasser aus dem Sirup verdampfen zu lassen. Das taten wir in großen Kesseln aus Kupfer. Ich kann dir sagen, Bruder, nichts in der Welt ist heißer als kochender Zuckersirup. Jeder einzelne Spritzer davon klebt an dir wie Pech und brennt, hinterlässt furchtbare Narben. Mein Gott! Schlechtes Wetter voraus, Captain! Wo bleibt der Junge mit dem Handtuch? Da baut sich ein Unwetter zusammen! Nachsegel! Da, dunkler Himmel und raue See! Es ist riskant, zu nahe zu ankern. Die Soldaten auf der Plantage würden uns entdecken. Dann geh von Bord und schleich dich an Land. Wir kümmern uns um die Jackdaw. Help me, damn it!
Was ist hier geschehen? Warum die Unordnung? Nur ein Umtrunk, Sir. Wilmington hat Geburtstag. Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen vergotten. Vergotten, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich würde verkauft, Junge. Kommt zu Wachen, wenn ich allein bin. Ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt. Von Piraten bin ich dann auf. Wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen! Und halte verdammt noch mal nach allem Verdächtigen Ausschau. Stand still. Stieg! Hallo! Du da oben, schlaf nicht ein! Wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Und ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler. Nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen und halte verdammt noch mal nach allem Verdächtigen Ausschau. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann, du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir, ich halte meine Augen offen. Raise the alarm! Hey, he's off! You're in the shrubs, out! Nothing. Himmel, Herrgott! Was zum... Ihr wagt es, euch im Dienst zu betrinken? Das ist kein Problem, Sir. Wir haben alles im Griff. Das werden wir schon noch sehen. Denn heute Abend müsst ihr die Wachen verdoppeln. Verdoppeln, Sir? Aus welchem Grund? Ich glaube, ich wurde verfolgt, junger Mann. Von Piraten, wenn mich meine Augen nicht trügen. Obwohl ihr Schiff ungewöhnlich groß war für solchen Abschaum. Waren sicher keine Sklavenhändler, nicht bei dieser Größe. Verdopple auf jeden Fall die Wachen und halte verdammt nochmal nach allem Verdächtigen Ausschau. Du da oben, schlaf nicht ein, Mann, du hast eine Aufgabe. Entschuldigt, Sir, ich halte meine Augen offen. Himmel, Herrgott! Was zum Teufel ist heute los? Was glaubst du, wie du diesen Alarm auslösen willst, wenn du sturzbesoffen bist und nicht geradeaus gehen kannst? Ich möchte den... Listen to what he's telling you.
your knees, lad. I'll not have you through your back. Ich möchte den Verantwortlichen sprechen. Ich verlange Zutritt zum Lagerhaus. Welcher von euch Hunden hat den Schlüssel zum Lager? Ist denn keiner nüchtern hier? Würdet ihr mir bitte den Schlüssel bringen? Den Schlüssel, verdammt! Bringt mir den Schlüssel! God, help me, damn it! Mercy, sir! Mercy! If you're too rich in the wrong place, wrong time. I'm no threat, lad. Please have mercy on me. Nothing. To hell with it. Shit! Hello! It'll be a welcome treat, regardless of where this came from. Man wants energy. Mercy! Pity a poor wretch in the wrong place. Wrong time. I'm no threat, lad. Please have mercy on me. Please, sir, relent! Spare this poor soul! Interloper! Raise the alarm! Are you kidding us? Come back here and face us like a man! I have to push your bomb pot! Whatever enrages you, I am utterly blameless. Hurry up, lads! He's trying to play us! Answer the man.